Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension. Dieses Mal zu. Kennen Sie diesen Mann von. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Karl Frode Dilith. Ich kann es nicht. Es tut mir leid, da steht er. Kommen wir also gleich mal dazu, worum es in diesem Buch hier geht. David hat sein Gedächtnis verloren und sucht nun per Zeitungsannonce nach Menschen, die ihn kennen und bittet sie darum, doch Kontakt mit ihm aufzunehmen, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Es melden sich daraufhin auch drei Personen, die ihm Dinge aus seiner Vergangenheit schreiben. Allerdings die Schilderungen sind zum Teil sehr unterschiedlich. Es bleibt also die Frage, wer ist David eigentlich? Meine Meinung zu diesem Buch. Das Buch war ganz anders, als ich vermutet hatte. Also ich finde auch, dass die Beschreibungen, selbst meine, auch die Klappentexte dahingehend irgendwie irreführend sind, auch wenn sie nicht falsch sind. Man könnte meinen, dass die wichtigste Figur David ist. So ist dem aber nicht wirklich. Denn obwohl sich drei Menschen bei ihm melden, also per Brief, und ihm berichten, woran sie sich in Bezug auf ihn noch erinnern können, kommt David selbst nie zu Wort. Er ist als Person selbst nicht präsent, weshalb er irgendwie so eine theoretische Figur bleibt. Das Buch ist dabei in drei Abschnitte geteilt, also jeder Abschnitt widmet sich einer Person, der David eben schreibt, und ist dabei so aufgebaut, dass wir abwechselnd etwas über die erzählende Person erfahren und ellenlange Briefe an diesen David. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, war das nicht unbedingt spannend. Also ich empfand es weitestgehend als langweilig. Insbesondere den ersten Abschnitt, denn der war auch noch zusätzlich furchtbar geschrieben. Also darin befanden sich sehr viele Wiederholungen. Also es wurde ein Satz gesagt und im Prinzip genau dieser Satz wurde noch zwei, dreimal wiederholt, nur in einer umgestellten Form. Also fast so wie Donald Trump spricht, es war kaum zu ertragen. Den zweiten Abschnitt fand ich besser. Da befanden sich zwar auch Wiederholungen drin, aber sie waren nicht so extrem und nicht so schlimm wie im ersten Abschnitt. Sonderlich spannend war das Beschriebene zwar jetzt auch nicht unbedingt, aber das hatte für mich fast so etwas wie so einen Hang zur Charakterstudie. Das fand ich eigentlich ganz gut. Den dritten Abschnitt fand ich wieder extrem langweilig. Ich habe da mehrere Passagen quer gelesen. Es war gespickt mit dumpfen Dialogen und unzähligen Wiederholungen, also fast so wie im gesamten Buch eigentlich auch. Die Figuren sagen auch nie etwas bewusst, sondern sie fragen sich dann immer, wo diese Worte überhaupt hergekommen sind. Kaum zu ertragen. Generell wurden einem diese Figuren nicht sonderlich nahegelegt, sondern es blieb eine ziemlich große Distanz, was meines Erachtens typisch ist für skandinavische Bücher. So etwas wie Emotionen sucht man hier drinnen jedenfalls vergebens. Im Prinzip mag ich die Idee, die hinter diesem Buch steckt, also dass wir hier drei Personen haben, die sich an unterschiedliche Dinge erinnern, sie auch anders wahrgenommen haben, wodurch natürlich eine Diskrepanz entsteht und man eben nicht so genau weiß, was stimmt jetzt eigentlich wirklich und vor allem es auch nicht so leicht ist, jetzt abzuschätzen, wie diese Person David jetzt nun wirklich ist. Ich finde das aber nicht sonderlich gut umgesetzt, denn weil dieser David nie zu Wort kommt, eigentlich nie wirklich auftaucht, hat man keinen Bezug zu dieser Person. Er wirkt halt nicht als echter Mensch, sondern wie gesagt eher als theoretische Figur, weshalb das Ganze für mich irgendwie obsolet wird. Ich glaube sogar, dass der Autor hier zum Teil typisch skandinavische Familiensituationen schildert, worin sich skandinavische Leser wahrscheinlich sogar wiedererkennen können. Ich nicht. Also ich finde, die Mentalitätsunterschiede sind, wie gesagt, enorm. Das habe ich schon in mehreren Videos gesagt. Für mich eben auch problematisch, dass es auf mich eben so wirkt, dass diese Figuren entweder gestört sind, also wirklich im Sinne von psychisch krank, depressiv oder einfach nur unsympathisch sind. Auch so diese gesellschaftlichen Unterschiede, was da so als normal angesehen wird, was da in der Jugend so passiert, das liegt mir überhaupt nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Die Anspielung ganz am Ende fand ich jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Also das hatte ich irgendwie schon am Anfang des Buches vermutet. Kurz, das Buch ist für mich eigentlich komplett frei von Charme und Liebreiz. Also es ist einfach extrem langweilig. Mein Fazit zu diesem Buch. Ich hatte insgesamt wieder mit diesen ganz typischen skandinavischen Einschlägen zu kämpfen. Dieses Buch hier war auch mein letzter Versuch und er ist gescheitert. Das Kapitel skandinavische Bücher ist hiermit für mich abgeschlossen. Ich kann dem einfach nichts abgewinnen. Okay, das war es dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!